Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Herz, Seele, Ball, Freunde. Ja, das war wieder ein langer, langer Arbeitstag für mich. Nein, nicht wirklich. Wirklich war es, dass ich ab 11 Uhr TV geschaut habe, bis das Bayern-Spiel gegen Mainz 05 zu Ende war. Also das ist die Ausgabe für Montag. Und man hat dann am Ende viereckige Augen, gar keine Frage. Respekt vor Mainz 05. Und die haben 2-0 geführt zur Pause gegen die Bayern, 5-2 verloren, aber haben prima gespielt. Und wenn ich das so gesehen habe, puh, da kriege ich ja noch mehr Angst um meine Schalker. Weil das haben die sehr, sehr gut gemacht, die Mainzer. Und dass die Bayern dann am Ende wieder 5-2 gewonnen haben, das war natürlich nur zu verdanken einer starken Bank, sprich Qualität und dann auch der Mentalität. Und das nur streichen wir dann wieder. Also das ist gerade der FC Bayern München, die wahrscheinlich beste Vereinsmannschaft der Welt. Und deshalb, worüber diskutieren wir? Über einen verdienten Sieg der Bayern gegen Mainz 05, die sich sehr, sehr tapfer gewährt haben. So, jetzt ist der Spieltag komplett. Jetzt wollen wir mal schauen, was ich denn da so getippt hatte. Bayern-Mainz 3-0, also 3 Tore Abstand war ja richtig, hatte aber Dortmund gegen Wolfsburg 3-3 getippt. War eigentlich auch möglich, wenn man das Spiel gesehen hat. Und Stuttgart-Leipzig 1-2, es war ja von der Tendenz her richtig, Hertha-Schalke 1-1, kein Kommentar. Bielefeld-Gladbach 0-3, Tendenz richtig und jetzt, glaube ich, ist alles falsch gewesen. Werder gegen Union hatte ich ein 1-1, Köln gegen Augsburg ein 2-0, Frankfurt gegen Leverkusen ein 1-1 und Hoffenheim hatte ich gegen Freiburg vorne gesehen. So, das war meine Tippbilanz. Ich gebe zu, damit gewinnt man keinen Pfifferling. Eine bittere Erkenntnis. Aber als Tipper war ich schon immer eine Vollkatastrophe. Aber ich habe den Kollegen vom WDR gehört, Sven Pistor, der hat am Samstag sogar auf einen Sieg des FC Schalke 04 getippt in Berlin. Knapp vorbei. Also insofern bin ich da in allerbester Gesellschaft. Und dann habe ich heute eine Stunde lang dem Doppelpass gefolgt, wie man über Schalke gesprochen hat. Und Rudi Völler, den ich hoch verehre, sagte irgendwann mal, das wäre völliger Blödsinn, dass ein Trainer irgendwie ein Gefühl für die Region haben muss, dass er irgendwie so eine DNA haben muss für den Verein, für ja das Ruhrgebiet in dem Fall. Das meinte er, ist nicht nötig, wenn der Trainer große Qualität mitbringt. Mag ja sein. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, dass es sogar ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, für wen man da spielt, für welche Menschen man da spielt. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt, aber ich hätte jetzt gerne mal Herrn Tuchel oder Herrn Mourinho oder Herrn Nagelsmann oder wen auch immer bei Schalke 04 im Einsatz gesehen. Und wenn die es schaffen, innerhalb von 4-5 Wochen da eine ganz andere Mentalität reinzubringen, dass man wieder Spiele gewinnt, dann würde ich an den Trainerberuf in der Spitzenklasse noch mehr glauben. So, und jetzt habe ich eine ganz harte Woche vor mir, weil es geht ja auf die Egalisierung des Rekordes von Tasmania Berlin zu, also Minusrekord. Und ich werde ja am kommenden Samstag nach Ewigkeiten mal wieder in Gelsenkirchen für Sky im Einsatz sein. Wie immer ganz neutral, das kann ich aus vollem Herzen sagen, egal was ich in meinem Leben gemacht habe, wenn ich es beruflich gemacht habe, war ich komplett neutral. Ausnahme waren immer so Europapokalspiele und Länderspiele, wo man natürlich, ich sag mal so zu 55% für den deutschen Teilnehmer oder für die deutsche Nationalmannschaft war. Halte das auch für relativ legitim. Werde also alles aufsaugen, was in dieser Woche so auf mich zukommt, was ich so höre, um dann am Samstag ja hoffentlich spannende Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen führen zu können. Vorher und nachher. Also da wird schon ganz Deutschland hingucken, wie
Schalke gegen Hoffenheim spielt. Die Hoffenheimer viele Verletzte, die sind wirklich auch nicht vom Glück verfolgt. Und ihr Trainer sprach von einem Horrorfilm und er sprach über das Spiel gegen den SC Freiburg 1:3 verloren. Sebastian Hoeneß, eigentlich ein sehr, was heißt eigentlich, ein sympathischer Kerl. Ich glaube, ein akribisch arbeitender Trainer, der das Glück nicht gerade gepachtet hat. Und Glück brauchst du auch. Und das ist ja einer meiner Lieblingsfloskeln, um ein Spiel gewinnen zu können. So, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Und wie gesagt, ich werde alles interessiert beobachten und muss sagen, Respekt vor Mainz 05 und Anerkennung für die Bayern, wenn man aus einem 0:2 zur Halbzeit noch ein 5:2 macht. Ich glaube, die Bayern waren 8-mal 0:1 im Rückstand und haben trotzdem dann keines dieser Spiele verloren. Und das sagt dann wirklich letztendlich alles aus über diesen Club. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Nichts gesagt von Instagram und Facebook. Oder doch? Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.